Hallo lieber Skorpion und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den November 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und ich hoffe so wie immer auch, dass es dir sehr, sehr gut geht. Solltest du jetzt bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du zugeschaltet hast. Ich wollte sagen, dass ich dir jetzt erstmal das Kartendeck vorstelle, was ich jetzt hier für dich mitgebracht habe. Vor dir siehst du, das ist das Tarot Mucha, so in der Richtung. Und die anderen Kartendecks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, stelle ich dir dann vor, wenn es dann soweit ist. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch los mit deiner Legung für den Monat November. An all die Skorpione unter euch, die im November Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, dass ihr schön feiern werdet. Das ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Du wirst dann spätestens Ende November schon sehen, ob es deine Legung war oder eben nicht. Und diese Legung könnte jetzt also für dich interessant sein, wenn du den Skorpion im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. So, es geht los mit deiner Legung für den Monat November. Lass mal ganz kurz hier so ein bisschen richtiger hinsetzen. So, los geht es. Was bringt der Monat November dem Skorpion-Kollektiv? Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Skorpion November. November Skorpion. Was bringt jetzt der November dem Skorpion? Was bringt jetzt der November dem Skorpion-Kollektiv? Was bringt der November noch dem Skorpion? Noch eine Karte bitte für die Skorpione für den Monat November. November. Bitte noch eine Karte. Da ist sie. Okay, ich lege jetzt erstmal deine Karten ordentlich ins Bild und dann würde ich sagen, geht es auch schon los mit deiner Legung für den Monat November. So, das ist in Ordnung. Ich fange an, lieber Skorpion, mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Da kann man sagen, das ist im November für dich die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt im November. Lass uns mal schauen, was du da hast. Das ist jetzt hier der König der Stäbe. Es kann also sein, dass du es hier mit einem Feuerzeichen zu tun hast. Widder, Löwe, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Ne? Also hier ist wirklich jemand, der ist sehr, sehr leidenschaftlich, sehr feurig, ja, sehr, sehr ja, ambitioniert bekomme ich hier rein, sehr, sehr entschlossen. Also es kann ja wirklich sein, dass du es mit so jemandem zu tun hast. Er repräsentiert auf jeden Fall auch Stärke, innere Kraft, ist möglicherweise auch sehr, sehr charismatisch. Und hat schon sehr, sehr viel in seinem Leben erreicht, beziehungsweise ist ebenfalls auch schon reif, ja. Lass mal sehen. Unten drunter haben wir jetzt hier die Liebenden. Ja, das kann ganz gut sein. Oh, hier haben wir die Königin der Stäbe. Interessant. Oh. Okay, bei einigen von euch kann es sein, dass hier eine Hochzeit oder eine Hochzeit symbolisiert wird oder aber eine Art andere Feierlichkeit, wie zum Beispiel Jahrestag oder aber ihr werdet hier zum Hochzeitstag von jemandem eingeladen oder ihr werdet eingeladen zu einer Hochzeit im November. Na gut, warum nicht? Ne, also sowas ist hier möglich, weil wir haben hier das Powerpaar. Das Stabpaar, die Königin der Stäbe und den König der Stäben und hier dazwischen direkt die Liebenden und da geht es natürlich um Herzensverbindungen. Ja, also hier kann es wirklich sein, dass es hier ein Pärchen gibt, was zusammen ist oder ne, was auch zusammenkommt. Sowas ist hier möglich. Also es kann bedeuten, dass du es mit so einem Pärchen zu tun hast und hier kann es sein, dass hier eine Einladung auf dich zukommt. Hey, besuch uns doch mal oder Einladung zum Geburtstag. Vielleicht lädst du jemanden ein. Es kann auch sein, dass es hier dich repräsentiert, wenn du ja auch irgendwas mit Feuer hast, wie zum Beispiel Aszendent Löwe, Mond im Widder, sowas in der Richtung. Das kann bedeuten, ne? Dann sehe ich hier auf jeden Fall eine Verbindung mit noch jemandem hier. Was ich aber vor allem auch sehe, ist die Balance zwischen der femininen und der maskulinen Seite. Auch das ist das, was ich sehe, weil die Liebenden, die Zahl 6, repräsentiert ebenfalls auch Balance und Ausgeglichenheit. Und hier haben wir das weibliche Prinzip und hier haben wir das männliche Prinzip, ja?
Hier haben wir die vier Stäbe, die repräsentieren natürlich ein ja, glückliches Familienleben. Man hat sehr, sehr viel erreicht. Die Karte steht für Vollendung, Feierlichkeiten, Festlichkeiten, Hochzeiten. Sowas ist nicht auszuschließen. Ja? Interessant. Okay, also gucken wir mal, was jetzt hier für dich rausgefallen ist, lieber Skorpion, für den Monat November. Beginnen wir also mal mit deiner Einstiegskarte. Und da hast du jetzt hier die 8 der Stäbe. Okay. Bei den 8 der Stäben geschieht auf jeden Fall schon mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Dinge mit einmal. Ne? Die Karte repräsentiert so ein bisschen Schnelligkeit. Etwas geschieht sehr, sehr schnell. Es kann auch bedeuten, dass dich eine Nachricht erreicht. Es kann vielleicht auch bedeuten, dass, ja, dass da jemand hier mit dir vielleicht, ja, etwas fester, also etwas gründen möchte, wie zum Beispiel eine Familie gründen, umziehen, auswandern, heiraten. Und hier haben wir die Nachrichtenkarte, die guten Entwicklungen. Also Skorpion, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant, was sich hier zeigt, ja. Auf jeden Fall sehen wir hier ebenfalls auch die Person hier. Die Frau ist hier auf jeden Fall schon ein klein wenig überfordert. Das ist so wie, ja, hör mal, das Ganze geht mir jetzt ein klein wenig zu schnell und ne, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne, also da kann es wirklich passieren, lieber Skorpion, dass hier etwas geschieht. Damit hast du so schnell wahrscheinlich nicht gerechnet. Und es kann ebenfalls auch passieren, dass sich das Ganze ein klein wenig überfordert. Ne, oder es kann ebenfalls auch sein, dass du die andere Person überforderst. Sowas ist auch möglich. Lass mich erstmal weitergucken. Da hast du jetzt hier den Eremit. Okay. Ja, man muss erstmal noch so ein bisschen darüber nachdenken. Man braucht noch ein klein wenig Gedenkzeit, spüre ich zum einen. Auf der anderen Seite habe ich auch wieder eine Energie. Ja, irgendetwas geht hier jemandem zu schnell. Und aufgrund dessen zieht man sich auch eventuell wieder ein klein wenig zurück. Der Eremit ist übrigens Jungfrau-Energie. Vielleicht hast du es mit einer Jungfrau zu tun, Sonne, Mond, Aszendent. Ne? Das ist auch so, dass was ich hier wirklich wahrnehme, dass ja, etwas geht hier ein bisschen schnell. Moment mal, ich muss mich zurückziehen und erstmal wieder einen klaren Gedanken fassen. Ne? Allgemein kann es auch, unabhängig von einer anderen Person, kann es jetzt ebenfalls bedeuten, dass im November einiges schon schnell geschieht und dass man hier wirklich dann dazu neigen könnte, okay, Moment mal, ich muss mich zurückziehen, ich muss erstmal darüber nachdenken. Ja, gut, was haben wir hier? Die 5 der Schwerter. Okay, die 5 der Schwerter ist durchaus eine Karte, die, ja, die muss man nicht haben, ne? Die 5 der Schwerter stehen wirklich für, in allererster Linie natürlich für Konflikte, für Niederlagen, für Scherbenhaufen, für innere Konflikte auch so ein bisschen. Wir haben es hier mit relativ narzisstischen Energien auch zu tun. Ja, wie gesagt, wir müssen da mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber hier hat man schon mal eine Energie, wo, ja, da ist so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil es kann durchaus sein, dass es hier irgendjemanden gibt, der weiß nicht, wann Schluss ist. Der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr boshaft, auch eventuell. Es kann auch sein, dass hier jemand mit Mobbing und Schikane es zu tun hat. Auch sowas ist hier möglich. Ne, was ich jetzt auch sehe, gerade jetzt hier die Kombination mit dem Eremit, kann es jetzt hier wirklich bedeuten, dass man sich davon zurückzieht, dass man davon nichts wissen möchte. Das zum einen, was ich aber ebenfalls auch wahrnehme, ist, dass man hier etwas erfährt. Ja, erfährt von Konflikten, dass du vielleicht erfährst, guck mal, diese Person hat dir etwas, hat dir übel nachgespielt, hat dir etwas, hat über dich gelästert, hat über dich geredet, all solche Geschichten. Weil wir haben hier durchaus die Nachrichtenkarte, ne? Und da habe ich wirklich den Eindruck, dass hier wirklich etwas erkannt wird. Lass mal sehen, was haben wir hier? Das ist der Wagen, das ist Krebsenergie. Hier geht es auf jeden Fall um Entschlossenheit. Irgendjemand ist auf jeden Fall sehr, sehr entschlossen, schon wenn es darum geht, sein eigenes Ziel zu verwirklichen. Auch wenn es bedeutet, dass man ja schon egoistische Motive hat. Ja? Weil die 5. Schwerter, da geht es auch so ein bisschen mit um Egoismus. Es kann bedeuten, dass es hier um diese besagte Person hier auf jeden Fall geht. Ja? Es kann sein, dass es dein Gegenüber ist, dein Wunschpartner, vielleicht aber auch dein Kollege oder ein Chef, sowas in der Richtung. Ja, ich würde sagen, lieber Skorpion, ich nehme jetzt schon mal das nächste Kartendeck für dich in die Hand, stelle es dir jetzt auch schon vor. Ich verwende jetzt für dich, das ist das Star Codes Astro-Orakel. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich jetzt hier für dich zeigt. Ich fange mal an zu mischen und geh einmal in mich und gucke, was für Energien ich hier spüre noch.
Also ich habe das Gefühl, dass es hier durchaus jemanden gibt, der ein bestimmtes Ziel verfolgt. Aber der andere Part ist da diesbezüglich ein kleines bisschen unsicher. So nach dem Motto, ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so machen soll. Ja, weil irgendwie gibt es hier schon durchaus eine Situation, wo man sich eventuell schon entscheiden muss. Aber man ist doch so ein bisschen am Zögern. Ja, man könnte sich auch eventuell leicht unter Druck gesetzt fühlen. Ich habe hier wirklich durchaus eine Energie, wo jemand keine Widerworte akzeptiert. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt für dich entwickelt, Skorpion. So, was bringt der Monat November noch dem Skorpion-Kollektiv Nummer 1? Was bringt der November noch dem Skorpion? November-Skorpion. November-Skorpion. Noch mindestens eine Karte bitte für das Skorpion-Kollektiv. Skorpion November. Was kommt noch im November? Dankeschön. Das dritte Haus mit Kommunikation. Okay, bei dem dritten Haus geht es natürlich um Kommunikation. Es geht um Kontakte. Es geht um Schreiben, ne, sich austauschen. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass man es hier mit Lästereien auch so ein bisschen Getratsche auch zu tun hat. Ja, also das Gefühl werde ich da irgendwie auch nicht so richtig los. Ja, ich zeige dir jetzt mal die Karte hier unten drunter. Und da hast du jetzt hier Mars. Okay. Ja, schon eine sehr, sehr kraftvolle Energie, allein auch mit dem König der Stäben und mit der Königin der Stäben, die sich hier gezeigt haben. Also hier geschieht hier wirklich etwas sehr, sehr schnell. Irgendjemand ist das erfolgreich, möchte hier schon seinen Willen vielleicht auch durchsetzen. Also hier spricht man wirklich von, ja, von Kraft, ja, also von Kraft. Es kann auch sein, dass man sich hier ein bisschen streitet, ja. Streitigkeiten sind hier angezeigt. Wir haben hier ebenfalls auch die Zahl 5 in den 5 der Schwertern. Und bei der Zahl 5 geht es durchaus auch um Konflikte. Mars ist ja der Kriegsgott, also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten mit dieser Energie. Ne, da die Karte steht so ein bisschen für Impulsivität, für Konflikte. Ein bisschen Wut und Zorn kann jetzt hier ebenfalls auch mit einer Rolle spielen. Ja, das kann jetzt im familiären Bereich bei einigen von euch sein oder mit jemandem, mit dem du zusammen lebst. Das kann auch dein Partner sein. Sowas ist hier angezeigt. Auf jeden Fall spüre ich wieder eine sehr, sehr, ja, schon schnelle Energie. Und jetzt halte ich fest, was hier unten drunter ist. Merkur, irgendeine Botschaft, irgendeine Nachricht, lieber Skorpion, habe ich das Gefühl, zwingt dich mehr oder weniger zum Handeln. Zwing dich dazu, in die Gänge zu kommen, aktiv zu werden. Ja, es kann auch bedeuten, dass hier schnell und unverhofft wirklich eine Nachricht auf dich zukommt, beziehungsweise eine Nachricht, wo du zum Handeln aufgefordert bist. Auch sowas ist möglich. Ansonsten spüre ich auch, das kann aber wenige von euch betreffen, Streitigkeiten, impulsive Kommunikation, sowas ist hier durchaus ebenfalls auch möglich. Ja, okay. Was spüre ich jetzt noch? Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen. Wir haben hier übrigens auch bei dir sehr, sehr starken Zwillinge-Einfluss. Vielleicht hast du es auch mit einem Zwilling zu tun, seinem Mond-Aszendent. Gut. Die Zahl 2 könnte für dich im November eine wichtige Rolle spielen. Der 20. November, 22. November oder der 4. oder der 2. Ja? Ansonsten steht die Zahl 2 für Entscheidungen und irgendwo auch für oder ja für Balance und Partnerschaften, ne? Gut, was haben wir hier? Das ist der Mond, die Sichtweise, beziehungsweise bei dem Mond geht es auch irgendwo um die Gefühle, die Gefühlswelt, die Intuition. Ja, bei dem Mond ist es auch immer so, dass nichts unbedingt so ist, wie es scheint. Etwas ist im Verborgenen, verborgene Kommunikation, verborgene Nachrichten, Nachrichten, die entweder noch im Verborgenen sind, oder etwas, was heimlich geschieht, ja. Und ich habe auch durchaus schon bei einigen von euch schon so Energien wie, ja, Getratsche auch so ein bisschen, ne? Hinter dem Rücken reden über jemanden. Sowas habe ich ja auch so ein bisschen. Lass mal sehen, was wir hier haben. Und da hast du jetzt hier durchaus den Planet der Liebe. Du hast Venus mit geliebt, geliebter, geliebter. Und hier sehen wir auf jeden Fall eine, ja, eine sehr, sehr starke Fülle-Energie. Es geht um Liebe, Schönheit, Fleiß, die Süße des Lebens auch wieder. Und da habe ich das Gefühl, lieber Skorpion, dass es auch für einige von euch jetzt wichtig ist,
die Süße des Lebens auch wieder zu entdecken, auszukosten auch irgendwo. Ja, also das spielt hier wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle für einige von euch. Dein Blickwinkel, deine Sichtweise auf die Fülle zu richten. Ja, und nicht auf das, was deiner Meinung nach auch eventuell zu wenig da ist. Auf jeden Fall kann Venus jetzt hier ebenfalls auch bedeuten, dass das Ganze bei einigen von euch hier eine Liebesangelegenheit ist. Wie gesagt, Venus ist der Planet der Liebe. Gut, ich würde sagen, das nächste Kartendeck. Ich verwende jetzt für dich, das ist das Psychic Tarot von John Holland. Psychic Tarot for the Heart. Entschuldigung. Gut. Ich fange schon mal an zu mischen und überlege, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Kontakte, Affären, Romanzen. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Einige von euch, es gibt hier ein durchaus sexuelles Abenteuer, wo auf jeden Fall die Chemie stimmt. Man trifft sich, es ist ja schon ganz schön eigentlich. Nicht, ja, es ist schon ganz schön. Hier ist eine Affäre, ein sexuelles Abenteuer, die Chemie, das passt, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt hier den König der Stäben, wir hatten hier die Liebenden und hier durchaus die Königin der Stäbe. Also hier stimmt auf jeden Fall zwischen den beiden die Chemie. Ja? Okay. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass irgendeiner von euch beiden das Ganze vielleicht wirklich vertiefen möchte und dass das dem anderen dann ein kleines bisschen zu schnell gehen könnte. Ja, oder dass man hier wirklich sich schnell entscheiden muss. Es kann schon sowas sein wie, hey, lass uns doch mal fest zusammenkommen, lass uns, oder es kann auch sein, dass es eine Liebeserklärung ist. Sowas ist nicht auszuschließen. Ja, lass uns endlich mal zusammenziehen. Irgend solche Botschaften, Neuigkeiten sehe ich hier bei dir, Skorpion. Oder bei euch, ja? Verborgene Kommunikation. Intuitive Kommunikation. Das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Intuitive Kommunikation mit der anderen Person. Ja, schon sowas wie Telepathie auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Oh, sehr, 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 sehr interessant. Gut, wir gucken weiter mit dem nächsten Deck. Ich habe es dir schon vorgestellt vorhin. November Skorpion. Was bringt jetzt der Monat November noch dem Skorpion-Kollektiv? Ich habe auch das Gefühl, dass es hier durchaus zu Meinungsverschiedenheiten kommen könnte, weil man vielleicht feststellt, okay, man möchte vielleicht auch etwas anderes als die andere Person. Ja, die Chemie stimmt, gerade auch sexuell, das ist das, was ich hier sehe. Aber durchaus habe ich das Gefühl bei einigen von euch, dass du und dein Gegenüber, dass ihr etwas Unterschiedliches wollt. Entweder das oder aber. Ihr seid in eurem Bewegungsrhythmus, in der persönlichen Weiterentwicklung, habt ihr euren eigenen Rhythmus. Der eine ist vielleicht ein bisschen zügiger, der andere vielleicht nicht ganz so. Ne? Also sowas spüre ich auch. Entweder auch mit das. Ansonsten geht es hier wirklich um Entscheidungen. Der Start, der Beginn von etwas. Ja, der Beginn von etwas Neuem. Das Potenzial ist hier da. Was bringt jetzt der Monat November? Noch dem Skorpion-Kollektiv. November Skorpion. Was kommt noch im November auf dem Skorpion zu? Skorpion, sein Nummer, Aszendent Venus. Skorpion, November. Interessant. Ich habe sie schon gesehen. Noch eine Karte bitte für das Skorpion-Kollektiv für den Monat November. November Skorpion. November Skorpion. Was kommt noch? Dankeschön. So, lieber Skorpion, ich fange wieder an mit der Karte hier unten drunter. Und da hast du das Solarplexus-Chakra. Bei diesem Chakra geht es durchaus um deine Willenskraft, Entschlossenheit und dein Selbstvertrauen, was hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das kann also wirklich bedeuten, interessanterweise haben wir hier wieder die Zahl 3, genauso wie, nee, haben wir nicht, okay, aber wir haben das dritte Haus, okay, darauf wollte ich hinaus, die Zahl 3. Bei der Zahl 3 geht es ebenfalls um erste Schritte, der Beginn einer Reise sozusagen auch irgendwo. Ne? Dafür steht ebenfalls auch die Zahl 3, steht für Wachstum, erste Schritte. Und auch hier habe ich wieder das Gefühl, lieber Skorpion, dass hier wirklich
der erste bzw. auch der nächste Schritt gewagt wird in deiner Angelegenheit, in deiner Verbindung. Auch sowas ist hier möglich. Sollte es hier nicht um eine andere Person gehen, lieber Skorpion, dann geht es bei dir um das Berufliche oder in Bezug auf ein neues Projekt. Deutet das ganz einfach mal um. Ja, weil, wie gesagt, Venus ist der Planet der Liebe, des Geldes und der Schönheit und der Herzensprojekte. Ja, vielleicht hat dein Herzensprojekt, dein Job hier etwas mit Kommunikation, Schreiben in der Richtung zu tun, sowas ist auch möglich. Ne, mit viel Fantasie spüre ich auch. Das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Und da haben wir, stimmt, den hatte ich gesehen, das ist die Magierkarte und hier geht es um das Manifestieren und hier um eine Art Neubeginn. Also hier möchte etwas manifestiert werden. Diese Karte sagt, du hast alles, was du brauchst. Oder aber diese Verbindung hat alles, was sie braucht, um den nächsten Schritt zu wagen. Wie gesagt, sollte es bei dir nicht um eine Beziehung gehen, dann hast du, lieber Skorpion, alles, was du brauchst, um den nächsten Schritt zu wagen, um einen Neubeginn zu wagen, um etwas Neues zu starten, ja? Der Magier macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt, ja? Das ist jemand, das ist ein Meister der Täuschung auch so ein bisschen. Wir müssen gleich mal gucken, was jetzt hier die anderen Karten sagen. Da haben wir als nächstes die 8 der Münzen sind das. Also hier ist auf jeden Fall jemand sehr, sehr geskillt, ja? Hier hat jemand schon sehr, sehr krasse Fähigkeiten, ja? Diese Person kann hier sehr, sehr gut zeichnen. Lieber Skorpion, du bist schon sehr, sehr gut in dem, was du tust. Sollte das Ganze jetzt hier um eine Beziehung gehen, diese Beziehung ist auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten, stabilen Level und ist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Ja, entweder in der Beziehung oder bei dir im Job. Du musst mal gucken, wie das Ganze für dich passt. Ja, die Karte sagt, dass deine Fähigkeiten, dass das mühelos geht, dass du das wirklich mit leichter Hand machst. Sehr, sehr mühelos und ebenfalls auch eine sehr, sehr fleißige Energie. Ich sehe dich auch wahnsinnig fleißig im Monat November. Sehr, sehr fleißig in Bezug auf dein Projekt im beruflichen Bereich, gerade wenn es jetzt hier um Kommunikation geht. Ja, okay, was haben wir hier? Da hast du jetzt, okay, das ist im Normaltarot der Hierophant und das ist die Karte das Lehren. Okay, also lieber Skorpion, du bist auf jeden Fall durchaus schon bereit, anderen etwas beizubringen. Ja, das Ganze ist jetzt mehr so, ja, schon karrierelastig, berufslastig, wenn du weißt, was ich meine. Und diese Kombination verrät mir, lieber Skorpion, du bist schon sehr, sehr gut in dem, was du tust und du bist auch bereit, anderen etwas beizubringen, andere zu lehren. Ja, das ist ebenfalls das, was ich wahrnehme und was ich jetzt auch wieder spüre. Jetzt wieder ein anderes Szenario, beziehungsweise ein anderer Bereich des Lebens, Beziehungen. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Beziehung so weit, den nächsten Schritt zu wagen. Dass eine Beziehung, eine Verbindung zwischen dir und deinem Gegenüber, dass dieser sich vertieft, die nächste Ebene erreicht. Ja, weil der Hierophant hier, das ist auch die Karte der Eheschließung. Ja, und ich habe sowas durchaus schon gesehen. Wenn es keine Hochzeit ist in dem Sinne, dann wird hier etwas auf das nächste Level gebracht. Sei es, dass ihr zusammen umziehen wollt oder Familie gründen wollt oder euch gemeinsam ein Business aufbauen wollt. Oder sei es, dass eure Leidenschaft auch wieder entflammt. Ja, es kann auch bedeuten, dass du und ein guter Freund oder so, dass ihr zusammenkommt. Auch sowas ist hier möglich. Ja? Okay, also sehr, sehr spannend bei dir. So, Skorpion, jetzt muss ich mal eben schauen, welches Kartendeck ich jetzt für dich verwende. Das ist jetzt auch das vorletzte, was ich für dich nehme. Und da verwende ich jetzt für dich, das ist das Feen-Tarot von Doreen Virtue. Das ist sehr, sehr interessant bei dir. Lieber Skorpion, ich muss mal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken. Es geht sofort weiter. Ah, schon besser. So, weiter geht es. Ich mische schon mal vor und überlege, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Also wie gesagt, ich spüre schon durchaus gewisse Auseinandersetzungen. Ja, man hat jetzt zum einen Energien von, ja, man möchte eigentlich etwas Unterschiedliches, man hat hier unterschiedliche Ansichten von etwas.
Ja, vielleicht auch ein paar Interessenskonflikte. Sowas kommt doch immer mal vor. Ja, sowas kommt immer mal vor, dass man hier und da vielleicht mal ein paar Kompromisse eingehen muss, gerade in Beziehungen oder vielleicht auch im Job, ne, oder jetzt bei dir in deinem Herzensbusiness oder ne, du weißt es am besten, worum es bei dir geht. Sowas kann schon durchaus sein, aber ja. Was mich allerdings irritiert, sind auch mit schon die Fünf der Schwerter. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass es hier, ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, dass es hierbei wirklich durchaus um Lästereien gehen könnte. Boshaftigkeit, Schikane, sowas in der Richtung. Ja. Da ist auf jeden Fall jemand, der möchte seinen Willen durchsetzen. Da ist jemand, der weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Ja. Das kann auch jemand sein, mit dem du eine Affäre hast, durchaus. Aber ich spüre auch wieder schon eine Energie bei einigen anderen von euch, dass hier eine Verbindung oder Beziehung das nächste Level erreicht. Ja? Du musst mal gucken, wie das Ganze für dich hinhaut. Vielleicht bekomme ich jetzt auch noch nähere Botschaften von dem Feentarot. Schauen wir mal. So, Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt jetzt der Monat November noch dem Skorpion-Kollektiv? Skorpion, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. November. Was bringt jetzt der Monat November noch dem Skorpion? Skorpion. November. November, Skorpion. Was kommt noch? Wie ist das? Ich habe aber das Gefühl, dass noch mindestens eine möchte. Skorpion, November. Ja, also ich spüre schon wieder so eine Art Feierlichkeit, Festlichkeit. Ja, das bekomme ich jetzt gerade schon wieder rein. Okay. So, unten drunter hast du folgende Energie. Oh, eine wiederholende Karte. Das sind die 8er Stäbe in traditioneller Weise. Und die hast du hier. Ja, also hier kann es passieren, dass man hier so ein klein wenig gestresst ist, weil momentan so viele Dinge oder mehrere Dinge auf einmal geschehen. Ja, und das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Es kann wirklich sein, dass hier wirklich sehr, sehr viel mit einmal geschieht und du dich ein klein wenig gestresst und ebenfalls unter Druck gesetzt fühlst. Ja, man hat ja hier aber ebenfalls die Fähigkeit für erfolgreiches Multitasking. Und wie gesagt, die Karte steht ebenfalls auch für plötzliche Ereignisse oder aber auch Veränderungen. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wiederholende Botschaft. Gut, was haben wir hier? Das ist jetzt hier die 7 des Herbstes, was die 7 der Münzen sind. Habe Geduld und mach dir keine Sorgen. Nimm dir Zeit, um zu ruhen und plane deinen nächsten Schritt. Darum geht es ebenfalls. Es wird ebenfalls gesagt, dass man hier in etwas, in ein Projekt, in ein Vorhaben, in einen Menschen oder in einer Beziehung sehr, sehr viel Zeit, Liebe, Wertschätzung, Geld investiert. Ja, also diese Karte steht ebenfalls auch so ein bisschen dafür, dass man sehr, sehr viel Zeit und Geld in etwas investiert, wo man aber noch nicht zu 100% das Ergebnis vor sich hat, was man sich sehr, sehr wünscht. Ja, also hier kann es wirklich sein, was ich sehr, sehr spannend finde, wir haben hier durchaus eine schnelle Energie und diese Energie hier ist langsam. Ne? Das ist wie, als ob einer von euch hier sehr, sehr schnell ist. Alles hier, oh, lass uns mal jetzt hier ein bisschen beeilen. Und der andere Part könnte sagen, hey, mach mal langsam. Und ne, also das kann schon sein. Und spannenderweise sehen wir hier auf dem Wagen, ich sage jetzt mal Pferd, weil normalerweise sind es ja Pferde. Das eine Pferd liegt hier, ist noch nicht wirklich bereit aufzustehen. Und hier dieses Pferd ist bereits schon im Startschuss, also ist bereits schon steht schon in den Startlöchern und ist hier bereit loszulegen. Ja, also wir haben es hier mit unterschiedlichen Energien zu tun. Der eine möchte das Ganze ein bisschen langsamer und der andere schneller. Ja, es kann sein, dass du das Ganze schneller möchtest oder langsamer. Das weißt du jetzt am besten, lieber Skorpion. Ja, okay, was hast du hier? Das ist das Erwachen im normalen Tarot der Gehängte. Und hier wird gesagt, dass du deinen Blick, deine Sichtweise auf deine Situation einfach mal ändern sollst. Und wir haben hier spannenderweise übrigens auch die Sichtweise, ja, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist an der Zeit, einfach mal die Sicht auf die Dinge zu ändern, dir eine neue Meinung zu bilden. Und wenn es auch darum geht, Klarheit zu bekommen, wenn es darum geht, nach ja, Lösungen zu suchen, einfach mal den Blickwinkel ändern, ja. Die Karte steht auch des Öfteren für eine Pause, einen Stillstand, ja.
Die Karte sagt übrigens auch, umarme deine Einzigartigkeit. Die Karte steht übrigens auch für eine vorübergehende Pause. Also wir haben jetzt hier schon zwei Energien, die hier auf eine Pause hindeuten. Ja, wir sehen hier ein Jungen, ein Elf, ein Junge, der sitzt hier auf dem Kürbis und ja, hat einfach mal eine Pause gemacht und isst hier ja ein Apfel oder was auch immer das ist. Ja, also hier sieht man durchaus eine entspannte, lockere und geduldige Energie, wo ich das Gefühl habe, falls du, lieber Skorpion, gestresst sein solltest, sehe ich dich auch wieder, dass du dich wieder ausruhst. Ja, gut, was haben wir hier? Das ist der Prinz des Herbstes, der Prinz der Münzen, beziehungsweise der Ritter der Münzen. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Energie, die ist relativ langsam, muss ich dir so sagen, wie es ist. Auch wieder eine langsame Energie, ne? Aber hier wird gesagt, es geht um eine vorsichtige, aber durchaus um eine weise Aktion. Also wir haben hier durchaus eine Energie oder jemanden, der nichts überstürzen möchte, der auf seinem Weg schon etwas langsamer ist, beziehungsweise kann es sein, dass du oder irgendjemand anderes hier ausgebremst wird. Ja? Weil wir haben es hier wirklich mit unterschiedlichen Energien zu tun. Ja, also es kann auch sein bei dir im Beruf, falls du sehr, sehr viel getan hast, sehr viel Stress hattest beruflich gesehen, sehr, sehr viel gearbeitet hast, dann habe ich das Gefühl, okay, sorge für Balance, lieber Skorpion, beziehungsweise die Balance kommt auch irgendwo wieder rein, wo es wichtig ist, dass du dich um dich kümmerst, um dein Wohlbefinden, deine Gesundheit vielleicht sogar auch, weil wir haben hier zweimal Münzenergie und bei den Münzen geht es ja auch mit um deinen Körper, das Erden, dein Wohlbefinden, ja, was hier ebenfalls auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja, also ich würde jetzt keine Angst machen, aber es kann durchaus sein, dass sich da, wenn du zu gestresst bist, dass sich da durchaus körperliche Symptome zeigen könnten. Falls das so sein sollte, bitte geh zum Arzt. Ja, okay, gut. Ich bekomme gerade schon wieder gesagt, irgendein Angebot, eine Nachricht kommt ja auf dich zu. Und da hat man erstmal das Bedürfnis, okay, Moment mal, ich muss mich ja zurückziehen, ich muss mich sammeln. Ne, ich lasse jetzt erstmal eine Weile nichts von mir hören. Das bist entweder du oder die andere Person. Das weißt du jetzt am besten, Skorpion. Ja? Dinge erstmal wirklich durchdenken. Ja? Erstmal einen Plan machen. Ja? Gut. Das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Da bin ich mal gespannt, was dir die Göttinnen noch zu sagen haben für den Monat November. Was bringt jetzt noch der Monat November dem Skorpion-Kollektiv? November-Skorpion. November-Skorpion. Okay, oh, wow, okay. Sehr, sehr schön. Und die wollten auch auf jeden Fall. Ja, dabei belassen wir es. Also, ich fange an mit dieser Karte. Da hast du jetzt hier die Göttin Set nah mit unendlicher Fülle. Du bist mit allem versorgt, heute und immer da. Ja, also die Karte sagt wirklich, du bist versorgt. Alles ist gut. Finanziell wird für dich gesorgt. Es gibt jemanden, der sorgt sich ebenfalls um dich. Also, ich bekomme hier wirklich gerade gesagt, dass es hier durchaus bei einigen von euch um eine Art Verbindung gehen kann oder Beziehung, wo man sich wirklich bei dem anderen gut aufgehoben fühlt. Ne, man fühlt sich sicher, man fühlt sich geborgen, die Chemie stimmt. Ja, sowohl fühlt man sich sicher als auch das Sexuelle stimmt. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, also die Chemie im Bett oder sexuell, die stimmt hier wirklich. Muss ich jetzt echt mal so sagen, wie es ist. Das ist toll. So, was haben wir hier? Das ist Athene mit der inneren Weisheit. Du weißt, was zu tun ist, Skorpion. Ja, du weißt es. Auch wenn dir einiges vielleicht ein kleines bisschen zu schnell geht, du weißt es. Traue deiner inneren Weisheit und handle unverzüglich danach. Also hier wird gesagt, vertraue auf dich, vertraue auf dein Bauchgefühl, vertraue auf das, was du weißt, vertraue auf deine Erfahrungen. Vertraue darauf, dass du gut genug bist, um hier etwas Neues zu starten, um die nächste Ebene erreichen, auch im Job, in deiner Selbstständigkeit, was auch immer. Ja? Du bist zu weit. Du bist definitiv gut genug. Und rechne damit, dass Fülle dein ist. Fülle kommt hier auf dich zu, was auch immer du hier beruflich machst oder wenn es um deine Berufung geht. Ne? So, die letzte Karte hier zumindest, die herausgefallen ist. Da hast du hier die grüne Tara. Beginne zu delegieren. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Ganz genau, weil ich sehe einige von euch schon etwas gestresst. Ja, schon ein bisschen gestresst, so viel zu tun und schnelles Handeln ist gefragt, weil jemand das eilig hat oder, ne?
weil ja ein Angebot möglicherweise auch auf einen zukommt. Und hier wird wirklich gesagt, hey, bitte doch andere um Hilfe, du musst doch hier nicht alles alleine machen. Irgendwelche Geburtstagsvorbereitungen oder Hochzeitsvorbereitungen, irgendwelche Ausarbeitungen beruflich in Bezug auf deine Selbstständigkeit, Projekt und so weiter. Ja, bitte andere, dir zu helfen. Unten drunter hast du folgende Energie. Da hast du jetzt hier Mavu, Mutter Erde. Und da bekomme ich jetzt wirklich rein. Erde dich. Erde dich, ernähre dich gesund, trink viel Wasser, geh viel raus in die Natur, weil ich glaube, das wird wichtig werden für dich. Generell sehr, sehr viele Blumen sehe ich bei dir. Ich sehe sehr, sehr viel Natur. Also das spielt für dich im November ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Rolle, Skorpion, um wieder um dich zu erden, um dich zu entspannen, um runterzukommen, ja. Du bist aufgerufen, dich für Mutter Erd, dich für die Erde und die Umwelt zu engagieren. Das kann ebenfalls sein, dass das deine Lebensaufgabe mit beinhaltet, deinen Teil dazu beizutragen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen, Klimaaktivist oder sich für Tiere einsetzen oder irgendwas ganz anderes, ja. Auf jeden Fall, lieber Skorpion, es ist wichtig für dich, kümmere dich auch ganz, ganz gut um dich im November. Okay, lieber Skorpion, das war deine Legung für den Monat November. Ich danke ganz, ganz doll fürs Zusehen. Wünsche dir einen schönen November. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.